Was Leute, hier ist wieder Draglandis mit Let's Play Metal Gear Solid 3. Und jetzt wollen wir die End doch endlich mal ein Ende setzen. Nach drei Parts, also nach zwei Parts, das hier ist der dritte. Die Frage ist nur, wann, wie. Und vor allen Dingen, wo. Ach, was soll der Geiz, ich kann mich doch heilen. So, Knochenbruch, Verband und Schiene. Benutze ich doch eh so selten. Wirklich. Entschuldigung, dass ich gerade so still bin, aber ich versuche ihn zu hören. Hier habe ich ihn aus den Augen verloren. Ich hatte ihn damals sogar noch gehört. Genial! Genial, Leute! Besser konnte es nicht laufen! Das war sein Papagei. Hört ihr das? Das ist der Klang meines Sieges! Du kannst mir nicht auf ewig entkommen. Obwohl ich zugeben muss, dass du wirklich schnell bist. So. Also hier oben. Das ist eine Scharfschützenposition. Oh. In das neue Gebiet. Na gut. Das sollte aber auch eine Scharfschützenposition sein. Das bedeutet, ich kann ihn von hinten überraschen. Und wenn alles gut geht, ist dieser Bosskampf vorbei. Nein, das ist keine Scharfschützenposition. Hier? Das ist er nicht. Die Schritte führen daran vorbei. Hey, ich muss ihn jetzt schnell verfolgen. Gut. Hier runter, dann rechts. Links. Entschuldigung. Übers Wasser. Gut, die Spuren gehen weiter. Scharfschützenposition. Da hinten also hin. Wow! Ich habe mich schon dafür bereit gemacht, dass er genau das macht. Wartet. Wo genau bist du? Wow! 10 Meter weit weg. Your skills are no match for mine. Würde ich nicht sagen. Deiner Ausdauer nach bist du fast tot. Und ich verfolge dich gerade. The End. It will be your end. Das ist er nicht. Ah. Okay, ich muss jetzt schnell was essen. Diesen Pfeil entfernen. Schießt mir ins Bein. Nicht hingeguckt. Jetzt habe ich da leider hingeguckt. Nach links also. So. Toll, er ist nach links gelaufen, aber nicht das links, was ich vermutet hatte. Verdammt. Mist. Und das so kurz vor dem Ende. Ich laufe darunter. Seine Fußspuren führen nicht dahin. Ich sehe es ja.
Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich habe so ein komisches Gefühl bei der Sache. Ich will die Schlange. Ich habe jetzt seine Spur sowieso verloren. Geht doch. Schlange G. Ein Pelz. Er kann mich nicht so gut sehen, wenn ich seinen Papagei irgendwann erschießen könnte. Ach ja, das ist ein Baumstamm. Jetzt merke ich es auch. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das war er. Das ist er doch. Ja. Das war's bald für dich. Ich hab dich wiedergefunden. Gut. Hey, danke für die Schlange. Jetzt füllt er mir sogar noch meine Nahrungsdings auf. Ich kann seine Schritte kaum sehen. Das ist der ganze Trick, oder was? Das ist die falsche Richtung, glaube ich. Seht ihr das? Diese zwei Schlangen? Ich muss die haben. Wie die sich geschnängelt haben. Wie die aus dem Opening. Das ist die Ziege. Ist nach unten gelaufen, definitiv. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, habe ich die Chance, ihn auszuschalten. Ah! Gute Sache. Falsch. Ja, ich wusste es doch. Die große Chance. Was? Wow. Werde ich das? Ich werde die Riesen-Anacondas essen. Alter, ich sehe bloß nicht genau, wo in welche Richtung. Ich brauche Deckung. Gut. Ach, hier ist er lang gelaufen. Ursprünglich. Und jetzt ist er hier reingelaufen. Schon wieder Schlangen. Hey, gut. Schlange G, Schlange G. Achso, meine Ausdauer. Deswegen ziehe ich so wie ein Besoffener. Spannend, spannend. Schon, aber ich habe ihn schon wieder verloren. Aus Versehen. Entschuldigt, Leute. Er ist weiter nach rechts gelaufen. Kann das? Das kann. Es muss. Bitte lass mich richtig liegen. Bitte lass ihn da liegen. Ja, seine Fußspuren. Was denn? The binoculars and first person view. Leck mich. Ich habe seine Fußspuren, das ist besser.
weiß das mit der Reflexion der Linse doch. Wir haben seine Fußspuren wieder. Leute. Ich weiß, das habe ich schon gefühlt 100 Mal gesagt, aber sein Ende ist nah. Ziemlich nah. Nur noch ein Treffer, ey. Das kann's doch nicht sein. Das war's! Nach 3 Parts. Spirits of the forest, I thank you. The boss would be proud of you. The time has come for a younger generation to rise. I've been wandering for more than a century, and now my journey comes to a close. What a splendid way to end it all. I have no regrets. I can return to the Forum Arla. Ja, diesen Tunnel. Der Tunnel bei der Ziege, falls er euch jemals aufgefallen ist. Geschafft. Den im Rücken zu haben, Leute, ist eine Erleichterung, sondergleichen. Irgendwo hier muss noch was liegen. Da. Genau das wollte ich doch. Danke für die Mosi Nagant, The End. Ja, es gibt keine Tarnung von The End. Oder? Eine Laubtarnung? Nee. Aber ich habe das Betäubungsscharfschützengewehr. Endlich. Es hat in Metal Gear Solid 4 schon so viel gerissen und hier wird's das jetzt recht. Und du, Ziege. Ah! Der wahre Boss, die Ziege. Hm? Gib mir 2 Rationen, die nicht sonderlich gut schmecken. Hm. Hab ich hier noch was? Nö. So. Schraubenziege. Hm, doch ganz gut. So, und damit haben wir das hier geschafft. Und der Tunnel bei der Ziege. Die Ziege ist hier jetzt tot. Endlich. Der ist hier. Krasnogorje-Tunnel. Krasnogorje. So, ich würde sagen, ich speichere ab und wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt Let's Play Metal Gear Solid 3. Bis dahin, ciao.